Hallo und herzlich willkommen bei Bratamotte. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch, wie ihr bei FIFA 21 200 K-Packs, also zwei Jumbo-seltene Spieler-Packs, gratis bekommen könnt. Ihr müsst dafür 500 Spiele gewinnen mit einem Team, was 85 Gesamtrating hat. Ich zeige euch kurz mein Team. Und das gleiche müsst ihr machen mit 500 Vorlagen. So bekommt ihr quasi auf einmal 200 K-Packs. Das dauert ungefähr 12 bis 15 Spiele, wenn es auf der niedrigsten Squad-Battle-Stufe gegen zum Beispiel das Team der Woche spielt. Da könntest du immer so 30 bis 40 Tore schaffen mit dem Team. Deswegen, ich habe meine Leihspiel-Icon rein dann, die ganzen Leihspieler, die hohes Rating haben. Dann habe ich mir noch Navas und Hummels gekauft, die hohes Rating haben. Und habe im Team eben zum Beispiel einen Gnabry drinnen, einen Müller drinnen. Der Müller hat ja jetzt nur bescheidene 91 Tore. Nicht so wie der Gnabry, der hat 146. Gut für die Statistik ist das auch übrigens. Wenn ihr gerne euren Freunden eine Statistik zeigen wollt, da habt ihr eine. 237 Tore vom Sané. Und ja, Greenwood hat 108. Okay. Und das ist mein Team, mit dem ich das gemacht habe, im Neuer und so. Das bringt alles Rating. Also schaut, dass das zusammenbringt. Ihr habt es nur in Mbappé, glaube ich. Den habe ich leider schon verwendet, deswegen habe ich ihn jetzt nicht verwenden können. Aber so bekommt ihr das Rating zusammen. Ihr müsst es nicht. Die könnt ihr auf der Ersatzbank haben, die Karten, die Leihspieler, die zählen zum Rating. So viel dazu. Jetzt schauen wir uns die ganzen Ziele an. Es gibt ja nicht nur das Ziel, was ihr machen könnt, sondern es gibt auch andere Ziele noch. Wir sehen, wir haben zwei Ziele erreicht. Bei den Meilensteinen gibt es diese verschiedenen Ziele. Und eines davon ist eben Meisterabschluss. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt 25 Freistöße machen würdet, würdet ihr was bekommen. Aber bei 5, also zum Beispiel, da bekommt es das erste Mal, genau, 100 Mal Schnitt. Das ist das erste. Da müsst ihr 100 Mal mit R1 Schüssen dort schießen. Dann bekommt es 50 K-Back, okay? Dann habt ihr die Aufgabe bei den Vorlagen mit 25, in 25 verschiedenen Spielen Flanken, bekommt ihr Premium-Goldspieler und so weiter und so weiter. Da bei 100 Vorlagen in verschiedenen Spielen bekommt es auch seltene Spieler-Back. Ihr habt jetzt 78, das heißt, auch da kommt ihr weiter. Das gleiche gibt es dann noch bei den Squad-Battles zum Beispiel, wenn ihr dann 50 Spiele habt, dann müsst ihr aber mindestens Profi spielen. Ich spiele aber für diese Aufgabe, habe ich jetzt auf Anfänger gespielt. Bei 50 würde ich jetzt auch wieder das 50k-Back bekommen. Und da zum Beispiel 200 seltene Battles, also mit nur, ja, 200 Squad-Battle-Spiele mit nur seltenen Spielern, würde ich jetzt ein ultimatives Back bekommen, aber das dauert, das geht nicht so schnell. Das geht zum Beispiel, aber diese 200k-Backs bekommt ihr in weniger als 15 Spielen. Was eigentlich ziemlich nett ist. Das ist ungefähr 4 bis 5 Stunden, die ihr da in Arbeit reinstecken wollt. Wenn euch das ein bisschen nervt, teilt es euch auf, spielt es jeden Tag drei Spiele, dann habt ihr es in 5 Tagen ziemlich einfach zu erreichen. 200 K-Packs am Beginn von FIFA ist schon richtig nice. Wir holen uns das erste Jumbo seltene Spieler-Pack. Also wenn ich denke, letztes FIFA habe ich echt kaum solche Packs gehabt, weil ich glaube ich nie Gold, nein, ich war nur einmal Gold 1. Ja. Weil, also damit für so ein Back müsst halt wirklich schon Gold 1 kommen bei den bei Weekend League. Ja, jetzt haben wir noch diese paar Aufgaben fertig, paar Aufgaben offen, so 22 Spiele bräuchte ich noch da für die Vorlagen, das wird die Woche noch passieren. Also ich werde die Woche sicher noch viele 50 K-Backs bekommen, aber keine 100 K-Backs mehr. Und ihr seid jetzt dabei, die machen wir jetzt auf. Ich schaue noch kurz, damit ihr das seht, Squad Battles. Ist auch so eine gute Möglichkeit, jetzt am Beginn Münzen noch zusätzlich zu bekommen. Ich habe meine 40 Spiele gespielt, leider wie zwei Spiele, wo ich auf Elite, auf Legende geführt habe. So ist leider ja EA Server weg gewesen und dann habe ich ja in Summe 5000 Punkte weniger, was jetzt ein großes Problem ist, weil sonst hätte ich ungefähr 54.000. Wenn ich noch ein paar Koop-Spiele noch allein gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich um die 80.000. So wird es knapp. Im Moment ist es bei 64.233. Es geht nur circa 4 Stunden das Ganze. 3 Stunden und 21 Minuten könnte knapp werden. Das heißt, ich glaube bis 1 oder 2, oder? Also jetzt 20 Minuten, dann ist 23 Uhr, dann noch 2, dann noch 3 Stunden, ja. Also bis 2 Uhr in der Nacht, ja, da ist noch viel möglich. Ich hoffe, es geht sich aus. Wenn es knapp wird, ja, dann halt weniger EA-Server, kannst eh nichts machen. Aber so ist es manchmal. Wir gehen jetzt auf den Shop und wir machen jetzt die 200 K-Packs auf. Und ja, schreibt es mal, wenn euch das Video gefällt und ihr wollt mehr sehen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, verpasst keine Videos und seid beim nächsten Livestream dabei. Ja, wir machen jetzt die Packs auf und mit dabei im Hintergrund ist der Dan. Hallo Dan, was glaubst du, was wir aufmachen? 200 K-Packs. Wie viel Walkouts haben wir? Machen? Ich hoffe wirklich für dich, dass du was Gescheites aufmachst. Also es wäre wirklich geil, wenn du das letzte Mal was drin hast, verdient wär's. Aber ob halt wirklich dann einmal was drinnen ist, das ist halt immer die Frage. Ja.
Ja, es ist. Mein Backlog ist ziemlich schlecht. Also bei den ganzen SBCs, die ich jetzt gemacht habe, war das Beste dabei ein Visaka für 35k. Ich habe aber bei den Vorbesteller-Packs heute Morgen eigentlich gar nicht so schlecht aufgemacht mit einem Alaba. Zumindest, ja, kein Walkout, aber immerhin. Bis jetzt habe ich einen Walkout gehabt, einen richtigen, und einen 84er Walkout, der Team of the Week war, Discord-Inform, aber ja. Im letzten 50k-Pack war unsere Karte da, die vorhin zeigt, wann ist der Niederlechner oder wie der Tormann heißt. Also es sind so 79er oder 77er. Ja, die Move TV Karte. Jetzt hoffen wir, dass das mehr ist. Welches zum Aufmachen denn? Erstes, zweites oder Chat? Schreibt's rein. Erstes oder zweites Pack? Wir ziehen das Video ein bisschen in die Länge. Lasst ein Like da, lasst ein Video da, Abo da. Und schreibt's rein, was ihr drin gehabt habt oder ob euch das Video geholfen hat. Ob ihr mehr solche Sachen sehen wollt. Dann, was sagst du? Erstes Pack, zweites Pack? Weiß noch nicht, aber jedenfalls, ich finde es cool, dass man das relativ schnell kriegen kann, solche Me also solche Hirnbags. Ich weiß nicht, aber vielleicht hast du ja andere Tipps auch noch, wie man noch an andere Bags schnell rankommt. Ich meine, ich habe gesehen, es gibt für Coop-Spiele auch relativ bald welche. Ich weiß Ja. nicht, wie es da ausschaut. Hast du schon mal genauer hingeschaut? Ja, für Ultimate Team gibt es immer Packs und ja, ich habe jetzt für die ganzen Aufgaben zeigt eben Koop für 50 Spiele, also wenn ihr 50 Koop-Spiele spielst, bekommt ihr immer auch 50k-Pack und so weiter. Also das habe ich eh schon kurz gezeigt. Servus Manuel! Habe ich gerade erklärt. Ich nehme gerade auf. Ich mache mal auf und dann erzähle ich es nochmal. Also, Pack Nummer 1 oder 2 dann, was sagst du? 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Ob er wirklich richtig steht? Links! Links! Links, links, links! Walkout, sein Walkout! Es ist wirklich ein Walkout, denn mein zweiter Walkout! Deutschland, ZOM, oh mein Gott, und das ist Müller. Mit dem habe ich schon 100 Tore. Ich habe ein Müller-Leiberland, ich muss das feiern. Ich habe gerade ein Müller-Leiberland. Alles Ja. klar, oder? Was? Für 500 Spiele, ihr müsst 500 Tore schießen mit einem 85er Gesamtrating-Team und 500 Vorlagen machen. Und das Team muss ein 85 Gesamtrating haben. Ja, Müller im ersten Deck. Wow. Wow! Es ist noch gut geworden, das Pack. Wir haben einen Dominguez noch drin gehabt. Und 3K für 10k, Discard. Okay, das ist jetzt blöd, weil es. Aber wir haben einen Reus aufgemacht, der hat über 100k. Reus ist nice, nein, Golan weiß ich nicht, wie gut der ist. Reus ist super gut. Wow, Reus ist geil. Der kostet 100k, ja. Ja, leider ist es Untrade. Nein, Golan ist immer gut. Nein, Golan ist immer gut. Auch 30k. Das Ja, ist aber schon das ist nice. ja, Das ist echt 130k. nice. Dann aber 83er für SPCS. Ich finde das Pack ist gut. Ja, stabil, ja, absolut. Morata noch, Areola, das sind alles super gehabt für SPCS. Wow. Reus und Müller in einem Pack, das ist ja Geburtstagsfeier. Ja, cool. War noch irgendwen, den ich übersehen habe von den schlechteren? Es kann immer 81er oder so, gibt es ja diese Super-Nuts-Karten. Stell dir vor, da ist irgendwann Davies noch drinnen. Ja, ziemlich nice. Also Müller können wir tauschen. Neves, glaube ich, können wir auch tauschen. Ne, können wir nicht tauschen. Ja, wurscht. Schaut mal, wie viele Tore mein Müller hat. 91. Der Aufgabe. Ja, was soll man mit den zwei machen? Sollen wir die discarden oder sollen wir die in der SPC, in so Upgrade-SPC stecken? Was meint ihr? Sollen wir nur so zwei Spieler, sicher machen wir zwei Spieler Upgrade schnell. Damit wir nicht so wahrscheinlich einen Doppelten drin haben, weil sonst können wir das nicht aufmachen, weil wir einen Doppelten wieder haben. So, wir machen das auf zur Abwechslung und dann schon machen wir das 100k-Back auf. Zweite. So, da ist nichts drinnen. Zumindest vielleicht jetzt durch. Paredes, das ist eine gute Karte für SPCs. Also Leute, wir haben jetzt echt schon gut aufgemacht. So. Schaffen wir noch Bombe, Leute. Schaffen wir noch Bombe. Ich wünsche mir. Ja, was wünsche ich mir? Ich habe schon so viel aufgemacht. Ich wünsche mir einen Rashford. Das wäre Traum. Es ist auch kein Walkout, aber Rashford wäre Traum. Also neu ist. Also Reus ist halt perfekt für mein Team eigentlich. Weil genau so was habe ich braucht. Müller kann jetzt auch spielen für First Earner Team. Mach mal auf! Schaffen wir Walker denn? Ja, nein. Ja, sicher. Passt. Dana gesagt sicher. Dann machen wir auf. Walker muss sein. So. Ist kein Walker. Das gibt's ja nicht. Ach Gott. 570er
Wie gibt's das? 100 Kabel, 500 Tore und das ist die Belohnung, Leute. Das ist doch eine Verarschung. Wer hat mehr Backline? 75er. Ja, aber Walkout kann keiner mehr sein, oder? Wenn der ist. Na, wenn der ist, dann ist maximal so 84 oder sowas hinten nach. Ja, ist Ramsch. Bist du Depp, das ist schlecht. Nur Mist. Castellas ist der Beste. 100k weg. Na, ist nix. Ist nur bei den da ist auch nix. Schau, nicht einmal da haben wir hohes Spiel. Nein, nicht einmal da haben wir gutes Rating. Da geht's gleich runter. 83, 81, 81. Das Back ist halt dann wirklich wieder ein Witz. Das hat das erste Back, hat das nicht kompensiert, ist meine Meinung. Na. Vor allem, wenn du wenigstens da ein paar hättest. Das weil, Ding weil das Back ist halt einfach komplett wertlos dann. Ja. Stell dir vor, du hättest da zumindest einen Davis oder so drinnen gehabt als 81 oder so. Das wäre okay. Oder Militar auch. Aber das kann ja nicht drinnen sein, weil es wäre ja vorne und nicht hinten. Oh je. Okay, es ist doch noch gut geworden. 150k Back. Bam! Da ist er! Kann ich meinen verkaufen? Achso, das hat eh noch! Es rettet alles, Leute! Es rettet alles! Aber nur Bundesligaspiele, wie lustig ist denn das? Ja, okay, das ist halt schon nice.